30! So, nochmal kurz auffrischen. Wer braucht denn was? Ein Elixier brauchen wir alle, glaube ich mal. Ja, du kriegst eins. Bitteschön. Kommt ein, Kanivanya, genau. Kanivanha. Aber ich sag immer Kanivanya. Weil ich das cool anhört. Ich soll nochmal ein Top-Elixier trinken für Metagross. Obwohl, der kriegt nur Top. Wohl. Na komm, du kriegst das. Und dann kriegt Pikachu Top-Trank. Top-AP. Was auch immer. Und dann passt. Top-Ether. Okay. So heißt es. Für Ladungsstoß. So, nehmen wir das Item da auf. Ich hab gesagt, nimm mal das. Dann halt nicht. Oh Gott. Oh! Ein weiteres Kabutops wird uns joinen. Wenn's geht. Geht es? Es geht! Ja, okay. Habe ich nichts gegen. Dann kämpf aber auch. Wenn du nicht kämpfst, dann haust du ab. Ganz einfach, auf den Grill mit dir. Schmeckt Kabutops gut? Was meint ihr? Naja, es kam aus einem Fossil. Weiß nicht, ob ich das essen würde. Warum denke ich über sowas nach? Egal. wer braucht es denn? Ach komm, mach ich aber bei mir. Psychokinese passt schon, egal, wie auch immer. Warum ist noch so eins? Ein ganz Elixier sogar. Ja, komm, Pikachu, trink du mal. Gönn dir, Pikachu. Lauf dich mal bitte hier durch, danke. Dum, dum. Hau mal ab. Dum, 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 dum. Kanivanya, kannst abhauen. Aua. Seine Rauhaut. Tut mal weh. So, tschüss. Okay. Hier müssen wir lang. Nein, müssen wir nicht. Super. Hier müssen wir lang. Nein, müssen wir auch nicht. Super. Dann vielleicht hier. Auch nicht. Dann vielleicht hier. Auch nicht. Dann vielleicht hier. Auch nicht. Wo ist es denn dann? Dann wahrscheinlich irgendwo unten. Wo ich noch nicht war. Hau ab. Ja, yep, hier ist es. Okay. Oh, 32. Da ist noch ein Gegner. Der ist jetzt easy down. Ich sag mal hier links vielleicht. Zack. Nice. Komm schon, irgendwo muss es doch mal sein. Top Ether. Keine Ahnung. Ich trinke es einfach mal. Weil ich eh weiß, dass ich das nicht mitnehmen kann. Oder mitnehmen werde, wie auch immer. Ich könnte es aber. Ich nehme es auf jeden Fall nicht mit. Das will ich sagen. Oh, nice, ein Push. Cool. Ja, gehen wir hier durch. Kommen dem Ende näher. Oh, 33. Das ist ein Orb. Was ist das für einer? Den nehmen wir vielleicht mal mit. Alertoskop. Soweit ich weiß, habe ich schon ein Alertoskop. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber der Name sagt mir was. Kann sein, dass wir ein Endoskop schon hatten. Oder haben. Was auch immer. Oder ich verwechsel das gerade vielleicht mit irgendwas. Oder... I don't know. Bam! Hau ab! Ich bin zum Boss! Der befindet sich hier. Da wollen wir lang. Oh! Pikachu Level 38! Nice! Gerade noch rechtzeitig aufgestiegen. Das stimmt! Das stimmt! Da will ich nicht leugnen. 34. Schon ganz nah. Ah, das ist ein böses Kabutops. Merke ich gerade. Ja, könnt ihr machen. Kein Bock. So. Ja, komm, ignorier es einfach. 35. Lol, den Toxic sieht ja lustig aus. Eine sehr große Haube hast du. Wie so eine Kapuze.
jemand sich übers Gesicht zieht. Oh oh. Wie ist das Ding nochmal? Amaldo, stimmt. Ja, bei manchen vergesse ich vielleicht einfach öfter die Namen, so wie bei Amaldo, auch wenn der Name cool und eigentlich nicht so schwer zu merken ist. Aber naja, passiert. So. So. Ich habe mal circa eine Woche Pause gemacht. Wie gesagt, ich musste zwischendurch leider die Aufnahme abbrechen und nun machen wir weiter, denn ich habe ja mehrmals erwähnt, dass ich irgendwann mittendrin mal Pause machen muss von dem Spiel, circa eine Woche, und jetzt sehen wir uns eine Woche wieder, beziehungsweise wir sehen uns immer noch im gleichen Video wieder, doch für mich ist es so lange her, also eine Woche hat sich für mich wie, weiß ich nicht, einen Monat angefühlt ohne das Spiel. Doch jetzt sind wir wieder hier und wir sind kurz vor unserem Boss. Ich hätte jetzt fast gesagt, wer es ist. Was war das, ein Top Ether oder ein Top irgendwas? Also füllt's alles auf oder nur ein paar Sachen? Ich würde es Pikachu geben. Ah, okay. Füllt nur eine Sache auf. Okay. Passt. So. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach dem Ausgang. Wo der wohl sein mag. Wir werden sehen. Ich entschuldige mich, falls man irgendwas hört, ob irgendwas bei der Tonqualität anders sein sollte. Die ist halt nicht immer 100% perfekt, aber ich gebe natürlich immer Mühe, dass sich alles auch Bravo Davo anhört, ne? Hammer ab hier, bam! So, soweit ich weiß, ist das Ende bei 40, deshalb werden wir bei 39 uns mal komplett auffüllen. Oh, verdammt, jetzt muss ich erstmal warten. So, hier ist die Treppe, perfekt. Komm, ist egal, Pikachu. Pikachu ist egal! Ach man. Oh, das ist sehr convenient, muss ich sagen. 37. Du, du, du. Du, 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 du. Ja, nimm mal das Geld mit. Ich habe vergessen, dass wir so viele Teammitglieder hier gerade mittendrin haben. Das sind echt viele. Ja. So, und ich, hab während der. Ich habe mir die Zeit auch genutzt, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass mir aufgefallen ist, gesagt haben, dass Remoraid keine Entwicklung hat, aber das stimmt natürlich nicht. Remoraid entwickelt sich sehr, wie auch immer, zur Octillerie. Das tut mir natürlich da an der Stelle leid, dass ich das, dass ich da falsche Informationen gegeben habe. So, aber jetzt geht es erstmal darum, diesen Dungeon zu schaffen. Wir sind nämlich kurz vorm Ende. Ey, komm mal ab, du! Er fühlt sich ja wie ein Monster, Monsterfalle. So viele Monster wie hier sind. Gegner meine ich. Monster. Ja, es sind ja Monster. Es sind ja Pokémonster. Taschenmonster. Pocketmonsters. Passt schon. Ja, machen wir. Warum nicht? Ist das ein Gegner? Ich sehe keinen. Naja, egal. Weiter geht's! 39! Letzte Ebene vorm Ende! Ja, nimm noch. Dings push mit. Okay. Okay, wir werden mal. Ah, Pikachu braucht auch. Ja, dann gebe ich Pikachu mal einen normalen Apfel. Und wir geben uns beiden mal einen normalen Apfel. Das wird schon reichen. Mhm, das wird schon reichen. Zack. Und dann, wenn das Inventar sich mal öffnen möchte, dann gebe ich noch schnell Pikachu einen Bisaknoss. Braucht es gerade nicht. Das ist sehr gut. Oh, ich verstehe nicht. Manchmal öffnet sich das Inventar einfach nicht. Das ist seit kurzem erst so. Okay, wir haben einen Belebersamen. Ich das ist schon etwas her, um kurz zu gucken, was wir haben. Ein paar Beleber-Orbs. Okay, wir haben weniger, als ich dachte. Aber wir haben keine schlechten Sachen. Okay, ich gucke mir das gleich mal im Kampf dann genauer an. Ich fülle gleich, wenn wir bei der Treppe sind, dann unsere AP auf. Du, 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 du. Hier ist die Treppe nicht. Wo ist sie denn? Hier ist die Treppe. Okay. Oh, Leute, der Bosskampf. Seid ihr schon gehypt, so wie ich? Also, ich bin definitiv gehypt. Ich hoffe, wir schaffen den. Denn ich habe nämlich von anderen Leuten gehört, der soll nicht ganz so einfach sein. Deshalb habe ich schon ein klein wenig Schiss. Aber komm, das kriegen wir hin. Top Elixier. Wem geben wir das mal? Geben wir das mir? Also, mir, mir. Nicht jetzt mir, sondern mir, mir. Das ist eine schwere Entscheidung, du.
Gib mir mal eins. Ich gebe uns allen drei mal eins. Komm. Ich bin mal so großzügig. Aber ich habe noch Ethers. Das ist gut. Die brauche ich. Genau die brauche ich. Hier. Pikachu braucht ein normales Ether. Was ist mit Bisaknoss? Das habe ich ganz vergessen jetzt. Ich glaube, für den reicht auch ein normales Ether, oder? Ja. Ja gut, Samenbomben, aber da pfeife ich jetzt drauf, ganz ehrlich. Okay, sind wir bereit für den Bosskampf? Oh Gott, ich bin krass gehypt auf den. Ja. Okay. Leute, let's go. Ich kann es fühlen. Meine Macht erwacht. Meine grenzenlose Macht. Die harten Kämpfe gegen Groudon haben uns beide erschöpft. Und so fiel ich in einen langen Schlaf. Ich wartete darauf, dass sich meine Kräfte regenerieren würden. Und jetzt stehe ich kurz davor, meine Kraft wieder zu erlangen. Ich bin Kyogre, der Herrscher der Meere. Werdet Zeuge der zerstörerischen Kraft meiner Wellen. Könnt ihr ihnen standhalten? Wir kämpfen gegen Kyogre! Okay. Und anscheinend hat Kyogre auch eine Fähigkeit, so wie alle anderen. Verdammt, ich hoffe nicht alle wissen anders. Überschwemmung. Ein außergewöhnliches Naturphänomen ereignet sich. Die Ebene des Dungeons wird mit Wasser überflutet. Pokémon werden unabhängig vom Typ weggespielt und landen an einem anderen Ort. Alle Pokémon, die nicht dem Typ Wasser angehören, werden in den Zustand Trägheit versetzt. Das heißt, wir alle. Okay. Wir sind langsamer. Moment. Okay, ich kann nicht anvisieren. Pikachu? Ja, bist du effektiv? Hast du noch effektiv? Okay, du wirst ja angesehen. Kann ich angreifen? Schaffst du das, Pikachu? Mach mal. Bam! Oh, das macht... Oh, yes! Gleicher Effekt wie wir. Oh, doch nicht mehr, verdammt. Nein, Slimer! Warte, kann ich noch ganz kurz... Achso, Slimer ist tot. Nee, lass mal. Wir haben, glaube ich, schon Slimer. Obwohl, ich weiß es gar nicht. Wie auch immer. Nee, warte, das war X. Ich muss ganz kurz unser Team anschauen. Geht das nicht? Team-Info hier. Kann ich... Nur Miltank. Okay, Miltank werde ich wiederbeleben. Den Rest nicht. Okay, ich würde sagen, wir setzen so ein Schlaf-Item ein. Hier, Schlafzweig. Schwingen! Oh, das hätte ich nicht mit Pikachu machen sollen. Das hätte ich mit Metagross machen sollen. Was? Ich konnte gar nichts machen. Hä? Was ist gerade passiert? Okay. Okay, der kriegt schon mal ein gut Damage. Ich würde sagen, mit Metagross mache ich nochmal einen Starzweig diesmal. Den da. Bam! So, paralysiert. Angriff. Bam. Oh. Nice. Was? Ursprungswoge? Oh oh. Ah, Kabutops. Es tut mir leid, mein Freund. Noch einer? Das andere Kabutops. Nein. Als ob du auch noch gestorben bist. Okay, RIP. An euch. Du stehst direkt vor ihm. Das ist doch schön. Wunderauge. Was macht Wunderauge? Egal. Psychokinese. Nice. Das macht schon mal 50. Das macht schon mal 70. Das macht schon mal... Oh. Nichts. Alles klar. Bam. Komm, Miltank. Deine Fähigkeit. Deine Attacke. Dein Helfen. Das Helfen tun. Okay, Metagross ist tot. RIP. Ich werd den Belebersamen nur für Notfälle benutzen. Oh, da ist ein Notfall. Egal. Denn
Ich habe das letztens in einem Video gesehen. Wenn ich jetzt nämlich einen Teambeleber-Orb einsetze, werden alle wiederbelebt. Wirklich alle. Zack. Zack. Und dann die anderen alle auch. Das finde ich irgendwie cool. So, guckt euch unsere Gang an. Die stehen da vorne. 151 Damage. Oh. Bonnie Slam. Okay, verdammt. Nein, 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 nein. Was? Oh, oh. Eine Flut. Yes, ich stehe direkt neben ihm. Bam. Oh, das macht richtig gut Damage. Zack. Nice. Was macht er? Okay, er greift alle an. Aber wir haben keine Effektivität. Du bist ja aber nicht effektiv gegen uns, denn andersrum, wir sind effektiv gegen dich. Das hoffe ich. Ich hoffe, du weißt das auch. So, wie gesagt, Knoss, du wirst mal eine Runde nicht angreifen, denn ich möchte gerne, dass du den Erstarrzweig einsetzt für mich. So, Paralyse für Kyogre und direkt wieder weg, natürlich. Es ist immer so ein Glücksspiel gefühlt. Bam! Okay, es läuft gut, es läuft wirklich gut. Was? Oh, Primal Kyogre. Ströme der Regen fällt herab und alles wird klitschnass. Bei dieser Wetterlage steigt die Stärke von Wasserattacken und Feuerattacken werden wirkungslos. Außerdem wird die Ebene in den Zustand entschärft versetzt. Die Mega-Entwicklung von Kyogre. Primal Kyogre. Oh Gott. Also, jetzt schitter ich genauso wie das Kabutops dort. Oh Gott, aber das heißt, dass wir ziemlich weit gekommen sind bisher. Nicht ohne Grund würde der jetzt schon in diese Form kommen, oder? Oder ist es einfach Zufall, wann er dahin kommt? Ich weiß es nicht. Aber wir machen gut Damage. Bam, bam. Okay, das macht wenig Damage, aber... still. Okay, Kyogre schläft immer noch. Greif einfach an. Okay, wir heilen uns. Gut, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte vielleicht selber angreifen sollen. Egal, passt. Bam. Nein, er lebt wieder. Okay, nice, nice, nice. Komm schon. Das macht gut Damage. Was macht der? Er leidet Schaden und macht nichts, wie mir scheint. Das ist gut. Dann werde ich ihm nochmal ein Item verpassen. Oh, das ist interessant, das merke ich mir. Ich muss kurz gucken. Oh! Erhöht Angriff und Spezialangriff aller Mitstreiter. Einsetzen! Alle sind gepusht. Jeder einzelne von uns. Angriff! Bam! Noch zweimal hintereinander. Und er ist paralysiert. Let's go! Bam! Du, 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 du. Pikachu ist halt stärker als ich, als Bisaknost. Deshalb werde ich mit Bisaknost hier alles machen hier. In der Ecke. Also habe ich zumindest das Gefühl, deshalb. Okay, es passiert nichts. Wir sind dran. Das wollte ich nicht. Pikachu ist fast tot. Kann ich Pikachu kurz heilen? Mann, warum? Egal. All Ausweichorb. Erhöht den Ausweich. Schlaforb. Tempoorb. Ah, das brauchen wir nicht, glaube ich, oder? Wir schaffen das auch mit dem einen Orb, den wir eingesetzt haben. Ich setze nochmal Schlafzweig ein. Schlaf ein! Oh Gott! Bam! Paralysiert und am Schlafen! Mach das mal in einem richtigen Pokémon-Spiel! Du, 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 du! Okay, die Flutwelle kommt wieder. Was sind wir jetzt? Je nach Situation muss ich mich halt. Muss halt umplanen. Verdammt, wo ist Pikachu? Oh, nice! Okay, Pikachu, greif an! Bam! Okay, er ist wieder aufgewacht. Oh, oh, Hydro-Pumpe. Nein, Metagross. No. Aber er ist ja auch ein Nahkämpfer, Metagross. Kann ich verstehen. Hm. Also unser Metagross zumindest. Okay, was setzen wir ein? Verdammt. Ich setze, glaube ich, nochmal. Oder nein. Moment. Wir machen das so.
Wir werden von... Kannst du bitte das Inventar öffnen? So, wir werden von hier aus Erstarrzweig einsetzen. Ich habe nicht mehr so viele von denen. Bam! Paralyse! Pikachu, du greifst nicht an? Greif an, Junge, greif an! Nicht mit Elektroball. Oh. Egal, wir machen gut Damage. Wir haben es geschafft! Damit haben wir ihn besiegt. Euer erbitterter Kampf hat Kyure deutlich gezeigt, wie mutig Team Epic ist. Du hast jetzt Zugang zum Camp Meeresgrundhöhle und... Kyure ist deinem Team beigetreten mit Level 40. Wow, das Pokémon verfügt auch noch das Talent Gruppenschutz. Wir haben einfach Kyure bekommen, Leute. Einfach ein verdammtes Kyure im Team. Wie geil ist das denn? Nice. Okay, so ein... Ja, okay. Und das ist schon ganz besser. Das ist schon viel besser. Oh, Leute. Spannende Folge heute. Yes, Miltank, du hast zwar im Battle nichts gemacht, aber du hast uns sonst immer geholfen. Deshalb darfst du mitmachen. Okay, der Rest, die können nicht da bleiben. Deshalb gib mir euer ganzes Geld. Oh, wie viel ich bekomme. Seht euch das mal an. Ich habe gerade B gedrückt gehalten, das geht alles weg, das ist cool. Am nächsten Morgen. Bam, 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 bam. So, noch ist es nicht vorbei, auch wenn es schon zu lange ist. Guten Morgen, Mike. Extrablatt, Extrablatt. Belieber, was ist denn los? Gibt's Nachrichten? Klang. Okay. Das schauen wir uns doch mal an, würde ich sagen. Ein Extrablatt? Worum geht es wohl? Los, lass uns das gleich lesen. Okay. Pika liest das Extrablatt. Pokémon-Zeitung Extrablatt. Tiefenruine entdeckt. Der Krater, der sich durch den Einschlag eines Meteoriten gebildet hat, hat eine mysteriöse unterirdische Ruine freigelegt. Diese Ruine stammt wohl aus einer Zeit, noch bevor unsere Zeitrechnung begann. Es kursieren Gerüchte, dass dieser Ort unfassbare Schätze birgt. Möglicherweise kann man dort sogar auf Pokémon aus uralten Zeiten stoßen. Auf dem Pokémon-Platz ist die Ruine derzeit in aller Munde. Wow, am Einschlagspunkt des Meteoriten wurde eine unterirdische Ruine gefunden und all die Gerüchte über einen Schatz. Also, meine Neugier ist geweckt. Was ist mit dir, Mike? Auf dem Platz scheint das ja gerade ein großes Thema zu sein. Hören wir uns das doch mal an. Ja, wäre nicht schlecht, ne, Absol? Jo, einfach B gedrückt halten kann ich. Das ist cool. Zack, zack, zack. Das gibt es sofort. So, wir wollen uns aber noch ganz kurz Kyogre anschauen, den wir gerade eben freigeschaltet haben. Guckt es euch an. Die Meeresruine. Die Meeresgrundhöhle, meine ich. So, erstmal als Favorit markieren. Guckt ihn euch an. Aquawelle, Body Slam, Antikraft, Eisstrahl. Er hatte doch mehr Attacken. Okay, das ist jetzt seltsam, aber egal. Wir haben ein verdammtes Kyogre, Leute. Ist das nicht Hammer? Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, du. Was? Nicht? Naja, wie auch immer. Hey, hast du das mit der Tiefenruine mitbekommen? Es macht das Gerücht die Runde, dass es dort jede Menge Schätze geben soll. Und diese Schätze sollen nicht nur auf dem Boden liegen. Angeblich sollen auch in den Wänden welche versteckt sein. Wenn man diese einreißt, findet man vielleicht Schätze in Überfluss. Ich würde sie mir ja schon gerne ansehen. Ich glaube, Tangolist weiß, wo genau sich diese Tiefenruine befindet. Tangolist, wo ist denn der? Tangolist? Hallo? Ist er oben? Ah, ist er. Ihr wollt wissen, wo die Tiefenruine ist? Sie befindet sich tief im Dschungel südöstlich von hier. Ich gehe sicher auch die Schätze nicht mehr als im Kopf, wie? Geht mir genauso. Viel Glück, Amigos. Dank der Großzügigkeit von Tangle steht dem Team von Mike jetzt die Tiefenruinen für Erkundungen offen. Das ist doch nice und zum Feier des Tages werde ich mich jetzt doch zu Bisaflor entwickeln. Von irgendwoher dringt eine Stimme.
Ihr, die ihr erwacht seid, dies ist die Glitzerhöhle. Möchtet ihr euch entwickeln? Yes! Ich möchte mich gern entwickeln. Zu einem Bisaflor! Mike möchte sich also zu Bisaflor entwickeln? Ja. Es ist nicht möglich, zur ursprünglichen Entwicklungsstufe zuzukehren. Möchtest du dennoch fortfahren? Du kriegst einen ficken Ass. Oh, dann mache ich mit! Ihr, die ihr erwacht seid, euer Potenzial kommt nun zur Entfaltung. Die Erscheinung von Mike verändert sich. Mike hat sich von Bisaknoss zu Bisaflor entwickelt. Und aus irgendeinem Grund fehlen bei ihm die, die ganzen Muster. Seine ganzen Flecken sind einfach weg. Warum sind die Flecken weg? Auf seiner Stirn vor allem sieht man das am besten. Er hat einfach keine Flecken mehr. Okay, das weiß ich nicht, warum die das gemacht haben. Aber wir haben uns jetzt endlich entwickelt. Oh, Leute, schaut mich an, ich bin ein Bisaflor. Oh, ist das cool. So, Pika, irgendwann wirst du auch ein Bisaflor, Raichu. Irgendwie finde ich ihn etwas albern in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Hey, Glurak. Unser Team hat den Goldrang, aber ist da ja noch höhere Ränge gegeben? Ja, das stimmt. Was soll denn nach dem Goldrang noch kommen? Ich schaff es nicht. Ja, ich kann gerade die Stimmen von denen nicht. I'm sorry. Hm, was ist los? Die Tiefenruine. Dein Tangles wissen jetzt, wo es lang geht. Los, auf zur Tiefenruine. Gerüchte zufolge soll ich in dieser Ruine jede Menge Schätze geben. Ob das stimmt? Wenn ich ehrlich bin, das Ganze ist schon sehr aufregend. In alten Ruinen nach verlorenen Schätzen zu suchen, hat sowas Abenteuerliches an sich. Mag sein. Ich habe gehört, dass ein Pokémon aus grauer Vorzeit in der tiefen Ruine leben soll. Okay. Bip, 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 bip. Bzz, 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 bzz. Okay. Falls in dieser Ruine das Reichtiermeister ist, dann bringen sie das zu meiner Bank, ja? Alles klar, wir haben sehr viel Geld. Wir wollen mal ganz kurz nachschauen, was wir davon denn Knuddelhof gehen können. Ich möchte mich gerne wieder ein paar Camps kaufen. Pokémon-Liste. Obwohl, nein, wir machen die Camp-Liste ganz normal. Die Camp-Liste, danke. Mhm. Giftsum. Ah. Das spricht mich schon mehr an. Was gibt's noch? Okay. Aha. Hm. Die sind alle toll. Aber welches ist am tollsten? Da muss ich jetzt erstmal gut überlegen. Das hier wäre schon sinnvoll, die Tiefseeboden. Der Tiefseeboden. Die hier sind überhaupt nicht wichtig. Ich rate euch, die hier nicht zu kaufen. ich werde noch nicht sagen, für welchen Charakter die sind. Ist ja nur für einen einzigen, beide. Aber ich kann euch sagen, die vielleicht als letztes kaufen oder so. Ich würde zumindest nicht machen. Ich würde sagen, wir kaufen den Giftsumpf. Alles klar, tada! Dankeschön, Knuddelhof. So. Wir haben jetzt leider kein Geld mehr für noch mehr. Aber ich denke, es war schon ein guter Kauf. Dann können wir nämlich endlich auch mal einen Slimer haben. Ich denke, das wird sich auch schon lohnen. Ich bin vorhin in die Höhle gegangen. Aber ich konnte mich nicht zu Smetwo entwickeln. Das ist aber schade, Safkon. Bestimmt war dein Level nicht hoch genug. Wenn du weiter trainierst und dein Level erhöhst, dann klappt es bestimmt. Oh, es liegt also an meinem Level. Verstehe, ich werde hart trainieren. Oh, zur Tiefruine existiert die folgende Überlieferung. In der Obhut dreier Wächter befanden sich drei Teile. Wer dreierlei Teile vereint in einer Hand, wird einer mysteriösen Begegnung zuteil. Was das jedoch bedeuten soll, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Doch, aber ich weiß es natürlich, was das bedeutet, denn ich habe die originalen Spiele natürlich öfters gespielt. Und da weiß ich natürlich, was es bedeutet. Da war ich ja nicht nach Hause gekommen. Mein Sohn, tut mir leid, dass du warten musstest. Oh, diese Stimme!
Achtung! Ha! 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 Papa! Mein Sohn, es tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Papa, wo warst du denn? Ich habe die Welt bereist. Ja, das ist eine große, weite Welt da draußen. Es gibt auch so viele Pokémon auf der Welt, die niemand je gesehen hat. Oh, und du hast all diese unbekannten Pokémon gesehen, Papa? Natürlich. Wofür hältst du mich? Ich wusste es.